Hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 für die Xbox 360. Im letzten Part haben wir den Quell von Cilia, oder wie er hieß, erreicht, ne? Quell von Cilia. Und ja, ich habe jetzt hier ein bisschen aufgeräumt, ein paar Truhen eingesammelt, ein bisschen Zeug. Und jetzt kämpfen wir hier gegen die Urdishim, damit wir den Teleportstein da unten aktivieren können. Ja, Giftschlauch konnten die. Das ist natürlich nicht so schön. Oh ja! Sind die gegen was schwach? Ja, gegen Blitz. Okay, gut. Scheiß drauf, machen wir trotzdem als Brecher hier weiter. Ja, der Kampf sollte theoretisch jetzt kein sehr großes Problem werden. Sieht zumindest auch aktuell nicht danach aus. Es ist schließlich nur noch einer übrig und der ist jetzt tot. Sehr schön. Dankeschön. 5 Sterne bitte. Ja, dankeschön. Was kriegen wir dafür? Kobalt. Und noch eine weitere Truhe, die sie bewacht haben. Und da drin ist... Ja, 5 Seeuferschuppen. Ich habe noch ein paar Gegenstände hier bekommen. Einmal das Wasserpistol und die Hydroschildkreole. Ist jetzt aber alles eigentlich nur Zeug, was ich verkaufen werde. Ja. Und noch ein paar andere komische, seltene Komponenten oder so, die ich durch die gute alte Sammlerseele schön bekommen habe. So, jetzt aber erstmal rüber. Hier drüben waren auch ein paar Gegner. Da bla bla bla. Hat alles funktioniert. Jetzt ist alles gut. Und wir können weitergehen. Hoffe ich. Und ich habe, warum auch immer, 45 fucking 1000 Kristallpunkte. Wo habe ich den, Kristallium-Punkte? Kristallpunkte? Keine Ahnung. Wo habe ich die denn alle her? Ganz im Ernst. Ich werde die hierfür mal kurz verbraten, aber dann wahrscheinlich den Rest auch sparen. Weil ja, ich möchte eigentlich schon ganz gerne noch ein bisschen sparen hier. Die werde ich noch aufbrauchen, der Rest bleibt erstmal. Bei dir, Brecher wird nicht weitergemacht, Verheerer haben wir alles. Heiler, okay. Na. Achso, hier geht's gar nicht weiter. Magie ist doch recht wichtig bei ihm, das packe ich mal schnell rauf. Und haben wir beim Augmenter noch irgendwas? Ja. Vereinzelt halt so ein paar kleine Teile. Die kaufe ich noch und dann ist alles gut. Für die TP wird es nicht mehr reichen. Aber egal. Ja, die wird man ja doch noch ganz gut los hier, die Punkte. Ich dachte jetzt eigentlich, dass da jetzt nicht mehr viel ist, aber irgendwie doch. Das war nie ein Marterstoß, okay. Erlernen wir den noch eben. Sie bricht ja hier doch schon recht viel. Also ich meine, sie macht schon ganz viel mit dem Brecher. Ist ja irgendwie ihre Hauptklasse geworden. Zwar auch sehr viel mit dem Verteidiger, aber irgendwie dann doch mehr mit dem Brecher. Hier sind ja noch so viele Nebenwege bei der. Ich habe so viele Punkte auf den Verheerer verschwendet. Das war so unnötig, dass ich das gemacht habe. Hier unten war nur, ja genau, Banga. Das brauche ich eigentlich nicht, aber ich mach's trotzdem. Ja, bei dir. Du hast jetzt inzwischen wirklich, glaube ich, gar nichts mehr, oder? Hast du irgendwo noch einen Nebenweg? Nee. Scheiße. Du hast noch ein paar, das ist gut. Weil dann können wir deine Punkte noch verbraten. Weil wenn sie zu viele Punkte haben, die Leute, dann kriegen sie einfach keine mehr. Und so weit möchte ich es eigentlich nicht kommen lassen. Deswegen verbrate ich die Punkte mal lieber. Bei dir noch irgendwas? Morbiga, sehr schön. Und den Rest, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, na toll. Ja. So, was sagt denn die Karte? Wie weit ist denn das? Das ist schon ein kleines Stückchen, das ist wieder so fucking linear. Den Kampf möchte ich jetzt ganz gern überspringen, wenn ich da die Möglichkeit habe. Hier liegt ein violetter Stein. Ich denke einfach mal, das ist A-Klasse. Andere Idee hätte ich nicht. Weil sonst müsste es ja wirklich was komplett Neues sein. Moment. Ich werde den Kampf da unten doch nochmal schnell machen, aber raus... Hope, du Hurensohn. Rauscutten und dann sehen wir uns gleich wieder. Suhu. War jetzt eigentlich sehr einfach. Komm, machen wir den hier noch schnell und machen wir ihn gleich onscreen, wenn wir schon mal dabei sind. Außerdem ist er Primitivschlag hier, bla. Das ist so ein Vieh, das kann halt immer Kompanen rufen.
Und deshalb hat mich das einmal bei einer Mission so abgefickt, weil da irgendwie drei von denen waren. Dann noch, wie ist es mein Controller ab, dann noch zwei Sahagins und bla. Und das war einfach so dermaßen schrecklich nervig. Weil da einfach, weil diese drei Stück einfach 10.000 Gegner geholt haben. Und ich habe den auch nur mit Vitalisator, Protektor und all so einem Scheiß geschafft. Und Feng wurde da auch durch Snow ersetzt, was richtig gut funktioniert hat. Ich würde Snow ja auch eigentlich ganz gern drin lassen, aber er hat halt keine wichtige Drittklasse noch. Also hätte er da irgendwie noch Manipulator, wäre das sehr schön. Oder, ja, keine Ahnung. Oder, nicht oder, sondern außerdem war seine Waffe nicht aufgewertet, wie die von Feng. Und wie viel Akku habe ich noch? Das sind noch zwei Balken. Aber ich habe das Gefühl, dass ich neue Batterien brauche. Weil es ist schon ein paar Mal passiert, dass er sich einfach abgemeldet hat. Und dann mache ich einfach neue Batterien rein und dann ist alles gut. Muss ich nach dem Partner gucken, ob ich noch welche finde. Dann wäre ich ganz froh. Ach, das war's schon. Das ist ein Speicherplatz und na, hier geht's wahrscheinlich doch schon noch ein kleines Stückchen weiter. Aber erstmal eine Sequenz, scheinbar. Oh, sieht aus wie im Yashas-Massiv hier. Hey, Sarah. What dreams are you having up there? We walked pretty far today. Let's rest up and start out fresh tomorrow. How's Sarah? Same as we left her. Feels so far away now. Sarah says she wants to talk. She'd probably prefer it if you skip the lectures. Hey! Once we're home, what's your plan? You're getting married, right? What's that? Sarah wants to know. Don't scare me like that. You are getting married, aren't you? Don't you let her down, you hear me? Don't worry. This tear will be her last. I'll make sure of that. That's all I need to know. We will see her, right? Don't go there. No room for doubt. You're right. We'll see her again. And soon. You convinced me of that. So stay strong. Don't worry. We'll finish this and go see her together. Ich zweifle immer noch so ein bisschen daran, also, dass wir sie wiedersehen werden, dass sie wirklich richtig wieder erweckt wird. Wobei, eigentlich muss ja. Eigentlich zweifle ich gar nicht dran. Gott, ich habe keinen blassen Schimmer, ich warte einfach ab. So lange wird es nicht mehr dauern, wir sind schließlich in... Wir sind schließlich in... Kapitel 11, Erinnerung an Sarah. Kapitel 11 von 13 und ich denke mal... ja. Ich glaube nicht, dass Kapitel 11 jetzt noch so lang gehen wird. Ich habe auch schon mal so nur von der Länge ungefähr, also ich habe mal eine Komplettlösung aufgemacht und nur so von dem Text, was da stand. Also ich habe nicht gelesen, was da stand, sondern nur von der Menge an Text, was da stand, rausgelesen, wie lang die Kapitel sind. Und Kapitel 11 war doch schon eigentlich das längste von allen. Kapitel 12, wenn ich das richtig in Erinnerung habe,
nicht mal halb so lang. Kapitel 13 war, glaube ich, richtig kurz. Also theoretisch sollte das nicht mehr so lang dauern. Naja. Was haben wir denn hier? Ja, bla bla. Interessiert mich doch alles gar nicht, ja. Yeah. Tag 9 war das, okay. Habe ich vorhin gar nicht richtig hingeschaut. Was mache ich noch? Bei wie vielen Minuten sind wir? 12 Minuten ungefähr. Ohne Cut natürlich. Ich habe immer nur die Zeit ohne Cuts. Von daher weiß ich das jetzt nicht so richtig genau. So verkaufen hier. Accessoires. Das bringt ja alles gar nichts hier. Oh Mann. Mann. Du kannst weg. Ich hab... Was ist denn hier alles? Teilchenbeschleuniger 5000. Naja, gut. Modifizieren so, das verschiebe ich erstmal. Das mache ich alles später. Muss jetzt nicht sein. Das können wir dann bei Zeiten mal machen, wenn wir mal wieder mehr Zeit haben. Also am Ende von Kapitel 11 wahrscheinlich modifiziere ich dann weiter. Vielleicht habe ich bis dahin noch 2 Millionen Chill. Was ich einfach mal nicht glaube, wenn ich so schaue. Auf unser Inventar und so. Ich weiß echt nicht, wie ich 2 Millionen fucking Chill zusammenkriegen soll. Ich kann natürlich auch diese Adamantiers und so besiegen. Und Adamantailan und Adamantai und wie die alle heißen. Aber... schaffe ich nicht. Die schaffe ich erst nach dem Spiel, wenn ich durch bin. Und ich will die... Ich will das eigentlich... Ich will vorher wenigstens... Vor dem Endkampf will ich wenigstens Lightningswaffe aufs Ultimum. Ultimatum. Ultimimilibilim. Gekriegt haben. Ich habe auch mal gelesen, wie man so auch recht effektiv... Also recht einigermaßen effektiv an... dieses Zeug kommt, was man braucht, um eine Waffe zum Ultimum, zur stärksten Waffe zu machen. Nämlich man kauft sich einmal so ein 2 Millionen Ding, macht dann die ultimative Waffe und zerlegt sie dann wieder, dann bekommt man irgendwie 3 von den Dingern da raus. Dann hat man zwar einmal richtig viele EP verschwendet und muss dann erst wieder eine neue Waffe kaufen und alles wieder komplett hochwerten, aber kann dann direkt 2 andere, Moment, das habe ich schon mal erzählt. Jetzt, wo ich das gerade erzähle, fällt mir auf, das habe ich schon mal erzählt. Also gehen wir weiter. Ins nächste Gebiet. Schon wieder. That looks different. Wo bin ich denn hier? Taijin-Turm? Taijin. Turm, große Steilwand. Also ich sehe keinen Turm. Ich bin hier in so einer Erdspalte. Meine Spalte an meinem Arsch ist auch voller Erde. Das war ein so schlechter Vergleich. Um Gottes Willen. Und so niveaulos. Mach ich noch weiter? Ja klar, mach ich noch weiter. Komm, machen wir noch weiter. Machen wir wieder einen 40-Minuten-Part raus. Ich wette, ihr guckt jetzt auf die Partzeit und seht 40 Minuten da stehen. Ich kann es natürlich jetzt noch nicht wissen. Vom Himmels Willen, hier sieht's geil aus. Oh, und das sieht aus wie ein Taijin-Turm. Ach du heilige Scheiße. Wenigstens ist er zur Hälfte kaputt, dann muss ich wahrscheinlich nur den unteren Teil laufen. Und nicht alles. Ach, oh Gott, da ging's noch tiefer. Was geht? Heilige Scheiße. Das ist ein fucking riesiger Turm. Oh mein Gott. You're almost home. Yep. Doesn't exactly look like it's gonna be a leisurely stroll. A foul sea. Oh, so we just head through this foul sea's lair to get to Erba, right? What's another foul sea at this point, huh? Oh fuck. Sag mir nicht, ich muss den besiegen. Sag mir nicht, das wird der Boss von dem Kapitel. Oh, Spiel leckt mich ja mal. Oh, what?
Das schwebt auf einer Schraube. Ich bin auch schon mal auf einer Schraube geschwebt. Und da hinten, das sieht schick aus. Da hinten ist dann wahrscheinlich Erber oder so. Oder oben drin ist ein Teleporter oder was weiß ich denn. Erstmal hier. Hier sieht's gerade so wunderschön aus. Besonders mit diesem Dämmerungslicht. Ach, Goblins. Bla 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 bla, jetzt tut es mir leid. Fuck, was geht? Das ist wo? Das ist der Tetschetum große Stallwand, also hier irgendwo da hinten. Gut. Da. Fast direkt geradezu. Ich fühle mich hier gerade so alles andere als wohl. Komm schnell. Oh ja, was bist du? Das ist kein Audition, das ist irgendwas Neues. Managarm. Scheiße, der sieht richtig evil aus. Richtig evil. Stopp da mal schnell. Fang und ich zusammen, ja? Ich, haha. Nix wegen hier, nix wegen ich. Heilige Scheiße. Oh, ich will hier gerade gar nicht weg. Ich will gerade einfach nur hier draußen rumlaufen. Ich will gar nicht in diesen Schwuchtelturm. Da sieht es wahrscheinlich so richtig scheiße aus wieder. Das ist einfach so ein richtig langweiliger Dungeon oder so. Ich will einfach hier bleiben. Das ist so wunderschön. Das könnte jetzt der Dungeon sein. Das könnte jetzt der Rest von Kapitel 11 sein. Da habe ich richtig Lust drauf. Aber nicht so ein schwuler Tejenturm. Da bin ich gerade ein bisschen lustlos. Wobei ich sonst eigentlich immer richtig lustvoll bin. Blitzball. Oh mein Gott, der ist hier schon fast ein bisschen stark. Also entweder bin ich wieder zu stark oder die Gegner hier gerade einfach nur scheiße schwach. Kann natürlich auch sein. Weiß ich nicht. Oh, ich bin der Beste. Mit meinem guten alten Anschlag. Gehen wir mal weiter. Ich will gern die Telepromission jetzt noch schnell machen. Und dann begeben wir uns wahrscheinlich im nächsten Part schön in den Taijin-Turm. Ich nenne jetzt einfach mal Taijin oder Taijin. Taijin? Taijin? Tai. Tai. Taijin. Ich nenne ihn Taijin-Turm. Stand da Türme? Nein, Turm, gut. Das da hinten scheint. Oh Gott, nein. Hilfe. Ja, okay. Das ist mal kurz mein Todesurteil. Ich wollte den eigentlich gar nicht treffen. Huch. Pff, Todesurteil. Das ist sein Todesurteil, dass der mich angeflogen hat. Was denkt sich der Hurensohn dabei? Machen wir mal kurz. Manipulieren wir kurz mal ein bisschen. Einfach so. Kann man ja mal machen. Manipuliert immer. Okay, gut. Und jetzt können wir weitermachen mit dem Blitzschlag diesmal. Der kann ja nicht mal sein Fressen macht gerade richtig Schaden. Was ist das denn? Hey, jetzt ist er schon geschockt. Ich wollte gerade noch Hope heilen, aber das brauche ich gar nicht mehr. Hey, komm, hier mach Sturmkommando. Wir brauchen den nicht mehr. Hey, was ist das denn für eine Viecher? Der gar nichts drauf. Was geht? Ich hatte jetzt richtig Angst vor dem, weil diese Stravos und so damals so richtig stark waren. Aber der hat ja einfach mal gar nichts drauf. Das war ja einfach nur ein Vieh. Ein Vieh einfach nur. So, machen wir mal eben den Kampf. Kann ich mich hier vorbeisneaken und erst die Truhe nehmen? Nee, sieht nicht so aus, war. Okay. YOLO! Ach du heilige Scheiße, das wird nicht schön. Munchkin, Munchkin Diva, Goblins und Goblin King, beziehungsweise Goblin Meister oder wie die hießen. Hä? Sind die auch schwächer geworden? Hä? Hä? Ich bin doch jetzt gar nicht so stark. Also ich fühle mich jetzt zumindest nicht so sehr stark. Ja, aber die gehen ja tot wie am Schnürchen. Na klar, die drücken immer noch ein bisschen Schaden, sieht man jetzt gerade an Hope, aber das ist ja nix. Das ist ja... Hä? Ich bin noch gar nicht so stark. Ganz im Ernst, ich fühle mich nicht stark. Wieso bin ich denn so stark? Nee, die Gegner hier sind einfach nur schwach. Ich kann es mir nicht anders erklären gerade. Machen wir erstmal die Munchkin Diva platt, danach erst den Goblinmeister. So, jetzt den Goblinmeister.
Ja, der macht jetzt natürlich hier ein ganzes bisschen mehr Schaden als die kleinen Goblins, vor allem weil er noch seine Stärke drauf hat. Ich habe gerade vergessen, wie der Zauber hieß. Courage, glaube ich. An sich ist er jetzt auch keine große Herausforderung. Ist er gegenüber schwach? Nee, gut, dann bleibe ich beim Sturmkommando. Selbst wenn er jetzt Feng tötet oder selbst wenn er jetzt Haupt töten würde oder so, ist es trotzdem sein Todesurteil. Der braucht pro Person zwei Attacken, außer bei Feng jetzt noch nur noch eine und das ist einfach... Nee. Das war easy win. Hä? Also so stark bin ich jetzt wirklich nicht geworden. Eigentlich. So. Truhe. Und wir bekommen 20 Unheilsfänge. Herr Feng, also ich hab schon eine Feng. Guckt mal da, hallo. Ach Gott, war der schon wieder schlecht. Wo muss ich lang? Okay, da lang muss ich zum Eingang des Tailgen-Turms. Allerdings würde ich sagen, hier dieser Gasse, in dieser Enge zum Tailgen-Turm sehen wir uns im nächsten Part wieder von Leech Play, Final Fantasy 13 für die Xbox 360. Bis dann und tschüss!